So, willkommen zurück zu League of Legends. Ich spiele heute mal Solo Queue. Ihr wundert euch bestimmt schon, warum ihr da im Hintergrund ein bisschen Musik hört. Ich habe gedacht, ich mache heute einfach mal ein bisschen Musik an, da ich alleine bin. Damit es nicht allzu langweilig wird, könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das öfter gerne wollt oder ob ihr lieber meine reizende Stimme Solo hören wollt. Ja, was spiele ich? Caitlyn mit Nami auf Botlane. Shogard haben wir in der Mitte. Jarvan auf der Toplane und Shaco im Jungle. Gegner haben eine Vayne und Sona Botlane, Kassadin in der Mitte, Shyvana Top. Bin ich auch mal sehr gespannt. Und Sejuani im Jungle. Ja, was macht die da? Ich glaube, mit der Vayne zu traden, oder was? Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich teste das jetzt einfach mal so rum. Man sollte mich eigentlich noch gut verstehen können. Ja, ich bin ja nicht so der Riesenfan von Shakos. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich lasse mich mal überraschen. Ich hoffe, der kann das ein oder andere mal gut ganken. Gegner haben natürlich auch ziemlich starken Jungler mit Sejuani. Und Jarvan Top sieht man eigentlich auch nicht so häufig. Also bin ich auch mal sehr gespannt. Nami ist auf jeden Fall ein super Supporter. Also das sollte eigentlich klar gehen gegen eine Vayne Sona. Ja, ich befinde mich momentan bei Platin 4, 50 Punkte, naja, nicht ganz 50, irgendwie 45 Punkte oder so habe ich momentan, oder 48 Punkte. Hab die letzten beiden Games gewonnen, hab ganz schön gut Punkte bekommen, also mein letztes Game gab 25 Punkte. Also, wenn das so weitergeht, wird der Aufstieg ziemlich einfach. Ganz anders als in Platin 5, da habe ich ja teilweise sogar echt nur manchmal 8 Punkte bekommen für einen Sieg, also bin ich jetzt, wundert mich ein bisschen. Nami macht das eigentlich auch schon ganz gut. Gut, dann noch ein bisschen zu traden. Vera, der sich, der vielleicht wissen will, welche Runen ich benutze mit Caitlyn. Ich habe eigentlich Flat AD. In den roten Runen, in den gelben habe ich Rüstung ganz normal, in den blauen Magieresistenz pro Level und in den großen Essenzen habe ich Lifesteal. Denn mit Caitlyn am Anfang finde ich es eigentlich auch mal ganz gut, Lifesteal mitzunehmen. Denn ich gehe wahrscheinlich auf Infinity Edge als erstes Item und dann brauche ich mir keinen Vampiric Scepter holen. Denn ich habe schon ein 6% Lifesteal eingebaut. Jawohl, Shaco macht First Blood. Sehr schön. Fängt das schon mal ganz gut an. Gegen eine Shyvana. Wie gesagt, wegen der Musik. Könnt ihr einfach mal reinschreiben, ob das so euch gefällt oder nicht. Ist mal was anderes. Damit es nicht ganz so still ist immer hier, wenn ich mal nicht reden sollte. Die Nami spielt auch sehr gut, finde ich. Hat bis jetzt schon einige Qs getroffen. Läuft alles gut. Caitlyn habe ich jetzt etwas länger nicht mehr gespielt in einem Ranked. Aber sollte eigentlich kein Problem sein. Ist immer noch ein sehr solider Carry. Kassadin in der Mitte scheint. Ah, genauso viel Farm wie der Shogard, okay. Oh, sehr schön, der Shaco. Shaco scheint da gut zu ganken. Auf jeden Fall sehr gut, denn im Early Game ist auch Shacos beste Phase, muss man sagen, weil da macht er eigentlich am meisten Damage. Und wenn man dann nicht die Ganks schafft mit Shaco, dann wird es ziemlich schwierig. Denn ab dem Midgame ist meiner Meinung nach Shaco jetzt nicht mehr so stark. Boah, was ist los? Die hat das echt überlebt. Heilige Scheiße. Jawohl, der Shaco hat den gekriegt. Oh mein Gott, habe ich echt den Q daneben gesammelt? Ah, das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber Shaco hat sie noch weggeholt.
Bisschen ärgerlich eigentlich. Ich hätte man vielleicht eher bei der Sona bleiben sollen, aber dann hätten wir die Vayne nicht mehr gekriegt. Boah, hab ich mich jetzt gerade erschrocken, ey. Einmal eine helle Stimme hier. Aber war dann doch nur die Caitlyn. So, dann gehen wir mal back. Wie gesagt, ich hole mir jetzt keinen. Obwohl, wir brauchen eigentlich, naja, doch, wir gehen mal lieber back. Ich werde mir keinen Vampiric Scepter holen. Könnte ich eigentlich machen. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele die jetzt mal einfach direkt auf Infinity Edge. Hab ja durch die Essenzen mit den 6% Lifesteal hier eigentlich noch ganz gut Lifesteal. Und da Doran's Blade gibt es auch nochmal 5 HP pro Hit. Sollte eigentlich gehen und ich habe sowieso mehr Range als die Vayne, also sollte da eigentlich kein Problem sein. Der Top der Jarvan wird jetzt gekillt. Oh, aber er nimmt sie noch mit. Sehr schön. War auf jeden Fall der Beste, was er machen konnte. Besser geht's nicht. Ja, doch. Also, ich denke mal, der Jarvan hat das schon ganz gut gemacht. Ja. So, der Shaco hat 3-0, okay. Natürlich für den Shaco nicht schlecht, aber... natürlich auch ein bisschen... Was hat denn die Vayne sich gekauft? Ja, Vayne hat natürlich Lifesteal sich geholt, ist klar. Die baut ja wahrscheinlich auf das Blade of the Ring King. Aber das brauchen wir nicht unbedingt. Boah, okay. Und Nami haben wir ja auch noch für ein bisschen mehr Sustain. Und die 6% sind gerade durch den Headshot gegen Minions. Machen wir da extrem viel Schaden. Und man sieht schon, ich habe mir auch Pots mitgenommen. Das sollte eigentlich gehen. Überhaupt kein Problem. Raiden können wir mit der Vayne auf jeden Fall eigentlich. So. Wie sieht's denn mit Minions aus? Genauso viele wie die Vayne. Ja, das ist doch mal ganz gut. Sollte zwar eigentlich besser sein, aber so richtig zonen kann ich die Vayne jetzt auch eigentlich nicht. Vayne sowieso momentan sehr viel gespielt, also Vayne sieht man echt in jedem Spiel. Also, bannen will ich sie jetzt nicht unbedingt, also ich bin eigentlich meistens immer sehr weit oben, also ich bin eigentlich fast immer bei meinen 90% der Spielen schon auf dem ersten Platz und kann die Bans machen. Aber, ja, eine Vayne jetzt zu bannen, will ich auch nicht unbedingt. Ich sollte vielleicht die Lane ein bisschen freezen. Nicht zu doll pushen. Okay. Ja, sollte man nicht unterschätzen. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen. Shyvana macht momentan richtig viel Schaden. Also... sollte man echt nicht unterschätzen. Aber wie man sieht, mache ich auch schon ganz gut Damage. Kann mit der Vayne eigentlich zusammen mit der Nami richtig gut traden. Also ist überhaupt kein Problem. Natürlich hat sie Life Leech und auch noch die Sona im Nacken, womit sie sich immer wieder hochrecken kann, aber... am meisten Angst habe ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, vor dem Kassadin. Denn Kassadin ist so ein richtiger Snowball-Champion. Sehr schön. Das ist schon mal sehr geil, dass der Cho'Gath den gekillt hat. Cho'Gath ist, glaube ich, auch ein sehr guter Held gegen Kassadin. Wegen dem Silence, wegen dem Stun. Glaube ich, immer ein ganz guter Pick. Jarvan wurde wieder getötet. Oh, jetzt habe ich inzwischen 10 Last Hits mehr als die Vayne. Oh, da habe ich noch den Flash rausgeholt. Mit meiner Ulti noch den Flash rausgelockt. Oh, das
Wollte die Sona bestimmt nicht. Good job, Nami. Was hat sie jetzt? Please, that damage is retarded. Ja, Shyvana macht auch richtig krassen Schaden, also. So, jetzt können wir uns auch unser BF-Sword holen. Bringen uns natürlich noch ein paar Pots mit. War natürlich schon ein bisschen sehr dreist von mir da, noch weiterhin Go zu machen. Und dann durch die Sona-Ulti war ich ziemlich lange mit CC und... Aber es hat noch gereicht. Zum Glück. Aber ich habe keinen Kill bekommen, leider. Bei Assists hier habe 12 Last Hits mehr als die Vayne. Also noch ein bisschen besser eigentlich. Vayne natürlich mit 0-2-0 hat da auf jeden Fall weniger Gold als ich. Viel weniger. Durch die 2 Assists und die 12 Last Hits natürlich. Hab jetzt auch mein BF-Sword, also ich denke mal, ich kann jetzt richtig die Vayne traden mit meinem BF-Sword auf jeden Fall. Macht da auf jeden Fall schon die richtig dicken Autoshots hier, gerade mit dem Headshot. Geht das auf jeden Fall ab. Ja, man sieht schon, also. Also irgendwie ist der Jarvan nicht so cool. Also 1-4 ist nicht so strong. Und Kassadin hat einen Kill bekommen. Uncool. So many bad guys. So little time. Sehr gut. Your turret has been destroyed. Boah, die machen aber auch Schaden, ey. Heilige Scheiße, man. Die Sona auch vor allen Dingen. Sehr gut. Na, ich habe immer noch Schiss vor der Sona-Ulti, ey. Kann ganz schön reinkloppen in mich. Chaco versucht jetzt hier auch den Dragon zu soloen. Denke ich mal, sollte er auch versuchen eigentlich. Schafft er den? Ja. Sehr gut. So, wie viel brauche ich denn noch? 300 Gold. Dann habe ich mein Infinity Edge. Minute 13 haben wir. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Hab jetzt bis jetzt auch eigentlich fast jeden Last jetzt bekommen. Boah, der Cho'Gath hat auch schon richtig gut gefarmt. Also Kassadin mit 65 CS und Cho'Gath hat satte 130 CS. Also, ja, wenn das so weitergeht, dann... Ja, die Top-Lane ist natürlich nicht so cool. Aber das ist nicht so schlimm. Solange die Carries hier abgehen... Ganz gut, trotzdem. Ich denke mal, der Jarvan wird dann später noch ins Game kommen. Kann natürlich auch schon ordentlich den Tower hier hitten. Sollten wir eigentlich auch ziemlich Druck machen hier am Anfang schon. Ah, schade. Okay, Nami will back. Sehr gut, dann gehe ich auch back. Was hatten die Shyvana für Items? Okay, die Sona geht auch back. So, ich habe jetzt mein Infinity Edge. Minute 14, das ist eigentlich gut. Hab zwar noch keine Boots, aber das ist auch nicht so schlimm. Kann hier auf jeden Fall schon die richtig dicken Crits landen. Ah, ich weiß nicht, ob man da chasen sollte. Oh Gott, hat einen Blue Buff, aber... Wäre dann doch ein bisschen vorsichtig. Mana hat sich... Late of the Ring King will die sich bauen, okay. Bin ich ja mal sehr gespannt. Vayne hat inzwischen auch wieder ein bisschen aufgeholt mit dem CS. Also 10 Farmen bin ich noch vor ihr. Aber der Kassadin hat natürlich mit 75 CS die Hälfte gerade mal. Knapp die Hälfte von Cho'Gath. Ja, ist natürlich krass.
Also der hat da, glaube ich, nicht mehr viel zu melden, zumindest nicht vom Farm her. Kassadin ist leider im Teamfight dann doch schon ganz schön gefährlich. Auch ohne richtigen Farm. Da habe ich sie mit meinem Damage gefistet. Good job, Nami. Also ohne die Nami wird das hier, glaube ich, ganz anders aussehen. Also die Nami, muss man echt sagen, macht einen super guten Job. Super gut auch wieder mit dem Aqua Prison gecued. Einfach nur richtig gut. Hast du sehr schön gemacht. Kassadin kommt jetzt nochmal hier hin. Aber wir sind ja schon weg. Ja, sehr schön gemacht von der Nami, muss man sagen. Also ich musste noch flashen und Barrier usen. Also die Vayne macht richtig viel Schaden. Also kann man nicht anders sagen. Wenn ich da keinen Lucky Crit habe mit einem Infinity Edge, ja, dann kommt da schon einiges an Schaden rüber. Aber hat ja zum Glück noch gereicht für die Vayne. Und ja, kann ich mich nicht beschweren über die Nami. Macht alles super. Hat man gerne so einen Support. Cho'Gath steht auch 2-0, 166 CS, baut sich jetzt auch ein bisschen Magieresistenz. Glaube ich gar nicht mal verkehrt. Shyvana hat auch ein Blade of the Ruined King fertig. Ja, muss man schauen, wie das sich auswirkt nachher. Boah, ist natürlich schon krasser Damage einfach. Hast du den oben oder wer ist da oben? Shyvana. Hm. Ja, die Shyvana macht natürlich da jetzt. Hau rein. Das ist halt das Problem mit Vayne. Wenn man den Q schon aggressiv benutzt, und das hat die Nami sehr schön gemacht, direkt in den Laufweg von der Vayne reingequeued. Dann ja, kann die Vayne nichts mehr machen, dann ist sie tot. Man hat schon gesehen, ich drücke natürlich auch schon richtig viel Schaden einfach. Mit Infinity Edge ist ganz klar, die hat keine Rüstung. Mein Q auch richtig viel Schaden gemacht. Sehr schön, der Cho'Gath. Sehr gut. Okay, jetzt sollten wir backgehen, glaube ich. Ah, jetzt sollten wir definitiv back. Ich habe nicht mehr viel Mana. Will da auch nicht zu viel versuchen. Glaube ich schon ganz okay, wenn wir jetzt ein bisschen... Wann war denn der Drake nochmal gemacht worden? 12.59, also 18.59. Kommt jetzt. Ja, wenn wir den natürlich direkt machen können, ist natürlich super schön. Also besser geht's nicht. Direkt getimed und super direkt auch gemacht. Ja, sehr schön. Ja, schade. Schade für die Sona. Da kann sie natürlich nichts machen. Sehr schön. Ich werde mir noch den Ward hier gönnen. Und auf jeden Fall aufpassen, also. Okay. Niemand hier. Sehr schön, der Jarvan. Zusammen mit dem Cho'Gath. Macht das schön. Auch wenn er ein...
Ja, wir sollten weg. Ja, war ein super, war bis jetzt ein super Spiel eigentlich mit der Nami unten. Kann man nicht anders sagen. Boah, der Cho'Gath, der drückt mit dem Jarvan die ganze Lane durch. Heilige Scheiße. Heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass der so viel Schaden macht. Natürlich gucken, aber der Chaco wurde hier umgebracht. Oh, sollte jetzt natürlich aufpassen, dass er da nicht abgerissen wird, der Cho'Gath. Ah, doch, der wird sterben wahrscheinlich. Boah, macht auch schon richtig viel Schaden einfach. Jarvan sollte vielleicht helfen. Ah, okay. Boah, der hält aber auch echt schon viel aus, der Cho'Gath, nicht schlecht. Ah, ich werde mir auf jeden Fall trotzdem gleich nochmal einen Wimpel Scepter holen. Nochmal ein bisschen Life Leech. Ist, glaube ich, denke ich mal gar nicht verkehrt. 6% sind zwar nicht schlecht, aber. Denke ich mal, kann nicht schaden, wenn ich mir ein bisschen Life Leech noch hole. Boah, wir haben echt den Inhibitor auf Minute 20, ey. Heilige Scheiße. Ah, schade. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los mit dem Cho'Gath? Sehr schön, die Top-Lane hat auch noch einen gekillt. Ja, ich würde eigentlich gerne hier die Minions pushen. Denn je mehr ich farm, desto besser ist das. Ja, Cho'Gath will sich jetzt wahrscheinlich auch einen Seekers Armguard bauen. Ich für Sonjas Hourglass, denke ich mal, auch eine gute Sache. Oh, was machen die da? Sollten da nicht zu deep rein. Oh, sehr schön geflasht. Oh, und sehr schöne Nami. Boah. Ich hoffe, ich konnte den Cho'Gath da retten und nicht den Killstil nur. Ich denke mal, ohne mich hätte das vielleicht nicht geschafft. Heilige Scheiße, was macht die denn für einen Schaden? Hau rein. Boah, die Shyvana macht aber richtig viel Schaden, ey, mein lieber Scholli. Also damit war ich jetzt echt, darauf war ich überhaupt nicht gefasst. Die so viel Schaden macht, die Alte. Also die haben die ganz schön ordentlich gebufft und natürlich hat die auch ein bisschen Kills bekommen und dadurch macht die natürlich auch richtig viel Schaden einfach. Ja gut, gehen wir mal back. Holen uns mal Phantom Dancer und ich habe ja gesagt, ich wollte mir noch Lifesteal holen ein bisschen. Und dann können wir uns jetzt hier noch das Longsword holen. Also man sieht schon, man macht mit Caitlyn einfach den Schaden durch die Headshots hier. Gerade wenn man im Busch ist, macht halt jeder Schuss, zählt halt für zwei Schüsse. Oh, jetzt werden sie wahrscheinlich sterben. Oh, der Cho'Gath, ey, mein lieber Schwan. Boah, der tankt auch schon richtig und der Jarvan macht einen Schaden. Nicht schlecht. Boah, die Nami auch wieder super schön gecued einfach. Also richtig gut. Kann man einfach nur... Also solche Games habe ich echt richtig, richtig selten. Also so einen Supporter hatte ich schon echt lange nicht mehr. Oh, Flash du mal. Sehr schön. Kannst du ja nochmal stunnen, Cho? Boah, sehr schön. Auch von der Nami geslowt, ey. Mein Gott, die Nami. Die haut mich echt von den Socken. Okay, da sollte ich nicht rein. Okay, ich bin tot. Ich Pech hab, bin ich jetzt tot. Oh, ja. Sorry, Nils.
Not my best move. Nee, das war nicht so cool. Da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Da habe ich nämlich die Vayne nicht gesehen. Ah, die tumbelt sowieso weg. Sollte da aufpassen, der Cho'Gath. Boah! Super, wieder gecued. Oh, die Vayne macht aber auch hier... Cho'Gath hat keine Ulti, also er kann nicht essen. Sollte da jetzt auch weggehen eigentlich. Bevor er da noch abgerissen wird. So, ich habe mir mal den Big Water Cutlass geholt. Gibt uns nochmal 2% Lifesteal mehr und natürlich auch noch ein bisschen AD. Ich werde sowieso nachher wahrscheinlich auf Blade of the Ruined King gehen. Dann macht das eigentlich schon Sinn. Ich hole mir mal den Red Buff. Sowieso noch nicht. Ja, wir sollten aber, denke ich mal, auch bald finishen. Also, ich will jetzt nicht zu viel Rat sehen, aber die Vayne wird natürlich auch schon übel und die macht auch schon richtig viel Schaden einfach. Macht natürlich auch viel Schaden, das ist klar, aber... Ja, ich bin immer lieber ein Fan davon, wenn man die Games, wenn man schon die Überhand hat, sollte man die Games auch ziemlich früh beenden. Ansonsten könnte es durch ein, zwei Positioning-Fehler doch schon ganz schön böse enden. So. Die Nami. Echt lustig. Mit dem Shaco ist der AFK oder was macht der? Oh. Pass. Ja, also man muss eindeutig sagen, die Nami hat hier echt eine Menge gerissen in dem Spiel. Also da sieht man halt auch, wie wichtig Supporter sind. Wichtig vor allen Dingen gute Supporter sind. Ja, wir sollten auf jeden Fall den In-Hit machen. Ich hätte gedacht, ich kann die Vayne irgendwie... LOL. Er isst den Kassadin einfach auf. Oh Mann. Ist natürlich echt bitter. Also der Cho'Gath auch mit 8,05 richtig gut unterwegs hier. Boah, die macht aber auch einen Damage, ey. Na, lässt du mich mal in Ruhe, Tor? Na, komm schon. Ah, wir sollten jetzt echt nicht alle sterben, das wäre ziemlich scheiße. Ich bin am überlegen, ob ich mir jetzt echt den Blade of the Ruined King noch hole vorher. Ach, warum nicht? Könnte ich mir eigentlich echt holen. Wir haben mit Sejuani, Kassadin und Shyvana schon Helden, die viel Life haben und nicht wirklich auf Armor gebaut haben. Also Sejuani natürlich schon mit dem Aegis ein bisschen, aber warum die zweimal Aegis haben, weiß ich auch nicht, aber gut. Aber sonst hat da keiner Armor gebaut, da brauche ich nicht unbedingt Blade of the Ruined Na, sag schnell hier, Last Whisper. Also da denke ich mal, kann ich auch mit einem Blade of the Ruined King ganz gut Damage machen. Ich hoffe mal, wir machen jetzt hier Baron. Können wir auf jeden Fall mal versuchen. Natürlich aufpassen. Also man hat gesehen, die Vayne könnte mich im 1-on-1 locker kaputt machen. Mit 1-7 könnte die mich, glaube ich, echt zerstören trotzdem noch. Weil die einfach gerade so viel Schaden macht. Investment.
Ah, die haben surrendered. Ja gut, war ein sehr schönes Game. Also so einen guten Supporter hatte ich schon lange nicht mehr im Ranked auf der Botlane. Auch der Cho'Gath hat super gut gespielt. Jarvan hatte ein paar Probleme, aber ansonsten auch mit Shaco war ich sehr zufrieden. Ja, ich würde sagen, ihr schreibt einfach mal in die Kommentare rein, wie ihr das mit der Musik fandet, ob ihr das nächste Mal nochmal genauso wollt oder ob ihr das total nervig fandet und ich das abstellen soll, dann mache ich das natürlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei der nächsten Runde, Leute, wieder. Bis dahin, viel Spaß!